Dies ist die Geschichte von heiligen Reliquien, gestohlen zu profanen Zwecken. Als die Mongolen auf göttliche Artefakte aus waren und die Geister sich ihnen in den Weg stellten. Als die Geister näher kamen, trafen sie einen Mönch. Hierher! Ein Mongolenspeer zog diesen Karren. Er rannte seine Freunde warnen, als er mich sah. Die Geister wussten, ein Speer bedeutete, noch mehr Mongolen sind in der Nähe. Lasst sie das Tempelgelände nicht entweihen! Ein weiterer Mongolentrupp erschien und wollte den Mönch töten. Plötzlich griff ein fürchterlicher Oni die Geister an. Die Augen des Dämons brannten so feurig und rot wie sein riesiger Schild. Geister eilten zu Hilfe. Als der letzte Feind fiel, eilte der Mönch in den brennenden Tempel. Die Wächterstatue fehlt. Weit können sie damit nicht sein. Da ist noch ein Karren! Zwar waren dort viele geraubte Reliquien, doch die Statue war nicht zu finden. Bitte findet die Statue. Sie ist unserem Volk heilig. Die Geister suchten unterhalb des Tempels weiter. Die Geister entdeckten den Rest der Karawanenwachen. Dorso!
Hier ist sie. Doch wohin wollten sie damit? Neben der Statue fanden die Geister eine Karte mit der geplanten Route der Mongolen. Ich kenne das Gebiet auf der Karte. Ich zeige euch den Weg. Viele glauben, Tempelstatuen bergen große Macht. Und manchmal bergen sie sogar den Geist eines Kami. Und manchmal den eines Dämons. Die Geister erreichten die erste markierte Stelle auf der Karte und planten ihren Angriff. Wenn die Karte stimmt, kommen die Mongolen bald hier vorbei. Sie kommen. Bereit machen. Geister besiegten Mongolen und Dämonen gleichermaßen. Doch am Horizont näherten sich neue Feinde. Die Geister hörten den Rest der Karawane anrücken. Stop!
Sie hatten keine Wagen dabei. Vielleicht hatten sie die gestohlenen Sachen schon vorausgeschickt. Finden wir heraus, wohin sie wollten. Oni fanden viele Wege, zwischen den Himmelreichen zu verkehren. Manche überredeten sogar Menschen, sie aus ihrem Gefängnis zu lassen. Schließlich erreichten die Geister den Punkt auf der Karte. Ich wage mich nicht weiter vor. Jetzt liegt es an euch. Also aufhalten. Tötet sie, wenn ihr wollt. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Jahrhunderte lang war ich in der Tempelstatue gefangen. Io hat mich befreit. Sie wird auch die anderen meiner Art befreien. Und ihr alle werdet unseren Zorn spüren. Schließlich erreichten die Geister den Punkt auf der Karte im Umugi-Sumpf. Jahrhundertelang war ich in der Tempelstatue gefangen. Io hat mich befreit. Sie wird auch die anderen meiner Art befreien. Und ihr alle werdet unseren Zorn spüren. Zahllose Statuen und Raubgut aus den Tempeln.
Die Oni kämpften gegen die Geister, um die geraubten Statuen und Reliquien zu schützen und um Ios Armee zu schützen. Shoot him.
Der Anführer der Oni war besiegt und Ios Plan gescheitert. Die Statuen und Reliquien wurden in die Tempel zurückgebracht und gut bewacht. Selbst heute noch behaupten manche, die Macht der Oni zu spüren, die aus ihren Gefängnissen heraus und noch einmal unsere Welt betreten.